Warte mal. Wenn ich da jetzt so rüberschwimme, müsste ja hier das illegale Paket sein, ne? Da. Ja. So, das Problem, was ich jetzt aber allerdings habe, ist... Ach so. Durch den Wassereinbruch beschädigt. Ja, und wie komme ich dann zu ihm? Und wie kriege ich Luft, Alter? Wie kriege ich Luft? Tja, ich glaube nicht, dass das so einfach gehen wird. Autorisation bestätigt. Starte Virusneutralisierungsprogramm. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellend. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Oh, du hast noch viele Fehler gemacht. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Meine Fehler. Ihr seid blinde Passagiere auf der Zenobia. Und ich würde euch jetzt sterben. Das glaube ich weniger, mein Kumpel. Servus! Na dich! Wow, 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 nicht du, nicht du schon wieder. So. Oh, ein Schuss noch. Das ist schön. Na, Alter. Alter, die Waldfee, wie viele denn noch? Da frisst das. So, einmal. Zweimal. Du kommst mir gerade recht. Wow. Shit. Der schlägt aber ganz schön hart zu, der Kumpel. Na komm. Stirb. Puh. Virusneutralisierung beendet. Ah, das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des räuberischen Darmspiels sind vorbei. Wie meinen? Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation und warum ich persönlich erscheine. Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation,
ihr macht nichts als Ärger. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse? Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal, euer Schicksal liegt in meinen Händen. Was zum... Die Queen Zenobia. Episode 9. Kein Ausweg. Ende. Puh. Naja. Da geht's ja munter und flockig weiter, würde ich sagen. Raubzugsmodus Stufe 13 bis 17 freigeschaltet. Speichern beendet. Und wir gehen weiter. Bisher bei Resident Evil Revelations. Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Wir müssen die Sache beschleunigen. Verdammt, das war eine Falle. Wieso das? Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellend. Morgan Lansdale. Hey, Quint! Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Hab's klar. Euer Schicksal liegt in meinen Händen. Episode 10. Verworrene Netze. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ja, sicher. Fliegen wir jetzt endlich los? Klar. Wir sind ja schon oft durch die Hölle gegangen. Ist ja nichts Neues für uns. Ja, wie in alten Zeiten. Die gute alte FEC. So. So, wie lautet der Plan? Zur Brücke. Schanzkleider aktivieren. Und beten, dass wir nicht sinken. Mit dem Strom sollten wir auch Zugriff auf das Wartungssystem haben. Gut, dann sollten wir uns aufteilen. Ich muss erst noch was prüfen. Was? Okay. Ob dein Slip richtig sitzt? Wir treffen uns auf der Brücke. Naja. Auf der Brücke. Gut. Dann muss ich aber jetzt bin ich hier. Ja, natürlich, wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich dann auf die Brücke. Nein, auf die Promenade. Na wurscht, gehen wir mal da rein. Tja, jetzt bin ich im Niemandsland. So, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich richtig. So. Hier, O'Brien. Hat Raymond dir alles gesagt? Ja, das hat der Boss. Weißt du ja, was du tun musst. O'Brien, Ende. Ja, Boss. Ich weiß. Yeah.
Alter, die scheiß Viecher werden viel aus. Bester Deppert. Mistviecher. Ja, ja, jetzt kannst du mich am Arsch lecken. Eine neue Art. Na, die Viecher kommen immer im ungünstigsten Moment. Wow! Nein, ich habe keine Gesundheit mehr. Scheiße. Ich werde sowas von drauf gehen. Ich wollte auf die Brücke. Brrr. Ja, aufgehalten. Bin fast bei der Brücke. Ich bin schon hier. Ich schließe jetzt die Schanzkleider. Du bist schnell. Du bist langsam. Und du schuldest mir ein Essen. Tja. Ich hab dir auch nie den Drink spendiert. Das ist ein Jahr her. Kein Problem. Du kannst mir alles an einem Abend spenden. Ich spendiere gleich was anderes, Baby. Okay. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich komme gleich. Drecksau. Ich würde mal sagen, dass wir so gut wie tot sind. Ja, das ist schön, aber wir sind trotzdem so gut wie tot, Freunde. Ich habe nur meinen roten Bildschirm. Und das heißt nichts Gutes. Alter, jetzt erschreckt mich ja schon wieder. Hm. Ich glaube, wir sind falsch an der Brücke. Ach so. Keine Bewegung. Was? Parker? Ein Spion hat die BSA infiltriert. Morgenspion. Das könntest du sein. Das hat Raymond mir gesagt. Was redest du denn da? Wir haben keine Zeit für... Parker, nehmen Sie diese Frau fest. Raymond. Oh. Wie? Aber du warst doch... Will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Was? Ach, Jungs, beruhigt euch doch erstmal. Es ist nicht witzig. Na los, sagt schon was. Parker, ich bin's. Ich kann dir nicht vertrauen. Noch nicht. Waffe runter, Raymond. Ja, Sie haben keine Ahnung. Sie sind viel zu leichtgläubig, Parker. Parker! Typisch Männer. Ich wusste von O'Briens Schoßhündchen. Ich sag morgen, dass du's warst. Jessica! Vergiss das mit dem Essen. Jetzt sind wir quitt. Tut mir leid, Parker. Geh hinterher! Aber sie... Rennen los!
Tokio, Freunde. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass die Jessica hinter dem allen steckt. Gut, ich speichere mal. Daten überschreiben, ja. Bitteschön. Denn ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause. 2 Stunden nehme ich jetzt mittlerweile schon auf. Jo, und dann würde ich einmal sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und jo, bis dahin, Freunde. Tschüss.